Servus, herzlich willkommen. Ich bin's Dennis von Valetudo. Heute haben wir ein interessantes Projekt vor uns. Wir hatten euch schon mal darauf vorbereitet. Und zwar der liebe René, unser Kameramann, hat ja ein ziemlich großes Projekt vor sich, beziehungsweise ich bei ihm. Ich werde ihn nämlich seinen ganzen Arm covern. Und er hat ein riesengroßes, fettes Tribal von Hals bis zur Hand. Und das muss halt vorbereitet werden. Wir hatten euch ja schon darauf vorbereitet, dass das Ganze gelasert werden muss. Heute ist seine erste Sitzung. Ich bin mit ihm bei Andrea und Eileen von Endlich Ohne und begleite ihn dabei, um euch auch zu zeigen, wie das Ganze abläuft. Vor allen Dingen ist es nicht irgendwie ein kleiner Schriftzug. Er hat so dicke, fette Balken auf den Unterarm. Sorry, René. Ja, aber es ist halt leider so. Und damals war es vielleicht ganz modern. Ich finde es nach wie vor schön. René nicht mehr. Wir haben uns soweit einen Plan gemacht, was irgendwann drüber kommen wird. Aber für diese Motive und vor allen Dingen für den Stil, den wir da gewählt haben, muss das aufgehellt werden. Ich hatte als erstes die Idee, dass wir mit Blackwork arbeiten. Ich finde das total genial. Viele große schwarze Flächen mit Muster ist überhaupt nicht jedermanns Sache und vor allen Dingen auch nicht René seine. Und ja, er möchte halt auf jeden Fall so in die Richtung schwarz-grau realistisch. Und da hat man mit sehr vielen Schattierungen zu tun, um natürlich auch Tiefen und das Ganze realistisch darzustellen, muss man natürlich auch sehr hell schattieren und braucht, ja, es ist schwer zu erklären. Also ich würde euch das dann am besten anhand von Bildern zeigen, aber als allererstes müssen diese schwarzen Balken verschwinden. Die müssen nicht komplett verschwinden, sondern einfach nur aufgehellt werden und Wir haben auch schon angefangen. Ja, wir haben vor ein paar Wochen einfach mal zum Test auf der Hand so einen Quadratzentimeter gelasert. Für einmal kurz ist das echt gut geworden. Und wir sind natürlich guter Dinge und hoffen, dass wir nicht zu viele Sitzungen brauchen, weil es ist einfach perverse Angelegenheit, weil das tut so weh. Und bei so einer großen Fläche, die René hat, es tut mir leid, du wirst wahrscheinlich leiden. Wir machen jetzt zum Beispiel die erste Sitzung. Es hat sich alles hier so ein bisschen verschoben oder war eben ein bisschen stressig. Wir haben nicht mal eine Betäubungscreme aufgetragen. Also René, du musst tapfer bleiben. Und wir haben beschlossen, in Verbindung mit Eileen, dass wir heute erstmal nur den Unterarm machen, weil es ist definitiv zu viel, wenn wir dich von hier bis hier lasern. Dann hat sie selber gesagt, dass das kann dazu wirken, dass das Immunsystem so schwach wird, dass du einfach zeitgleich einfach eine fette Erkältung die nächsten Tage bekommst. Also das wollen wir nicht. Heute wird der Unterarm gelasert ohne Betäubung. Du bist ein harter Kerl, das hältst du auch durch. Ich hoffe. Und ich begleite das und dann schaut es euch jetzt mal an. Jo, das sieht auf jeden Fall klein aus. Ja. Kannst du oben nochmal aufziehen, genau. Und das geht bis zum... Wow. Ist groß. Was passiert jetzt? Was machen wir? Ja, hallo erstmal. Also hallo Eileen. Ja, wir wollen ja heute das Tattoo lasern. Also wir machen jetzt aber nur die erste Hälfte. Ja. Ich fange zunächst an, den Arm zu rasieren. Einfach damit die Haare nicht so viel abhalten. Weil der Laser zieht auch Farbe aus den Haaren raus. Die sind zwar jetzt nicht ganz dunkel, aber der bessere Effekt ist einfach, wenn weniger Haare da sind. Und es riecht nicht so unangenehm. Hätte ich sonst graue Haare? Ja. Okay. Das sind dann mit weiß sozusagen. Oder mit hell. Deswegen werden wir als erstes rasieren. Und wir machen auch nur die Hälfte heute, weil das sonst einfach zu viel wird für das Lymphsystem, weil zu viel Farbe in das System rein muss. Und dann kann es sonst sein, dass du einen enorm angeschwollenen Arm bekommst, weil so eine Art Lymphstau kommt. Ganz viel Farbe, die da rein muss und nicht alles auf einmal abtransportiert werden kann. Wir hatten das ja schon mal in dem ersten Video erklärt, was wir hier gemacht haben. Da packe ich mal den Link oben in die Videobeschreibung rein. Du sagtest eben mit dem Lymphdrüsensystem. Das wird kannst du das nochmal erklären, was da passiert dann in der Haut? Also es ist so, dass der Laser selber zerspaltet nur die Partikel in der Haut. Durch das Tätowieren haben die sich verkapselt in der Haut, in der Regel in der mittleren Hautschicht. Und der Laser sorgt dafür, dass diese Partikel zerspalten werden in der Haut. Also selber auf der Haut macht der Laser nichts, der geht so durch, zerspaltet diese Partikel, weil die Farbe absorbiert das Licht, es entsteht eine ganz hohe Energie, es erhitzt sich und wird dann sozusagen klein gemacht oder diese Partikel werden klein gemacht, damit dann der Körper das abtransportieren kann. Mhm. Unsere Fresszellen vom Lymphsystem nehmen die Partikel auf, weil sie die als Fremdkörper erkennen
und da sie klein genug sind, dann auch greifen können. Und dann geht das Ganze durch das Lymphsystem durch und wird abtransportiert. Und umso mehr Farbe natürlich zerspalten wird, umso mehr kommt in das Lymphsystem rein. Darum schaut man, dass man die Fläche nicht zu groß macht, pro Sitzung. Wir machen das Tattoo, also die Entfernung von der Hälfte machen wir jetzt im Zeitraffer. Was denkst du, wie lange wird das ungefähr dauern? Heute die Sitzung oder insgesamt? Also die Sitzung selber, wenn du das gut verträgst und wir das in einem Atemzug machen können, sage ich mal ungefähr 10 Minuten. Ich glaube, das hält er nicht aus. Nein. Wir werden sehen. Mit jeder Pause verlängert sich die Zeit. Okay. Und Aileen, normalerweise tragt ihr Emla-Creme auf, hast du noch gesagt? Generell oder nur bei so großen Sachen? Nein, also nur die, die das Gefühl haben, sie kommen mit Emla besser zurecht, weil sie sonst zu starke Schmerzen haben. Oder es gibt Bereiche, ich denke mal, den Unterarm kannst du ganz gut aushalten. Aber ich sage mal so, Halsbereich, Schulterbereich, Hände, Füße, Steiß, das sind sehr schmerzhafte Stellen. Und da empfehlen wir die Emla-Creme, die man so 1,5 Stunden vorher auftragen muss, die betäubt diese Hautoberfläche und dann kann man das sehr gut damit aushalten. Emla ist Betäubungscreme übrigens. Genau. Für die, die es nicht kennen. Okay. Gibt es verschiedene Namen für diese Creme. Es sind 2 verschiedene Wirkstoffe, die auf der Haut wirken, um das Oberfläche zu betäuben. Ich würde sagen, keine Zeit verlieren. Jetzt gibt es Zeitraffer. Okay. Ja, da am Innenarm ist gerade sehr empfindlich, aber ist auszuhalten. So, und? Ist das Mikrofon an? Ja. Sehr gut. Wie war's? Es ist auszuhalten, man gewöhnt sich dran. Die ersten paar, nennt man das Stiche? Nee. Impulse. Die ersten paar Impulse tun ein bisschen weh, aber man gewöhnt sich relativ schnell dran. Handgelenk war dann wieder ein bisschen schmerzhafter, aber ist vollkommen im Rahmen. Da Schmerzen. Sieht man mal den Unterschied. Schwarz, hellgrau sozusagen mit Bläschen. Ja, das sieht jetzt... Ich weiß nicht, ob du das eingefangen kriegst. Das sieht jetzt so aus wie so ein 3D-Tattoo ein bisschen. Mhm. Geweint hast du auch ein bisschen, ne? Ja, deine ja. Ich bin eine Memme. Okay. Wir sind fertig. Du hast es durchgehalten. Ja, in einem Zug. Bitte? In einem Zug. In einem Zug ohne Betäubungscreme. Also ich kann dich verstehen, dass du Schmerzen hattest, weil das sah auf jeden Fall nicht angenehm aus. Ich habe noch mal eine Frage... Oder beziehungsweise aus René, wie ist jetzt der Werdegang? Wie muss er das pflegen? Also du hast jetzt einen Verband draufgeklickt, der bleibt ungefähr 24 Stunden drauf. Dann machst du den ab und solltest nach Möglichkeit jetzt erstmal 3 Tage nur klares Wasser drankommen lassen. Mhm. Nach den 3 Tagen... Also ohne Seife? Ja, idealerweise oder pH-neutrale Sachen geht. Ich habe dir eine Pflege mitgegeben, das ist so eine Heilpflege. Die benutzt du im Prinzip die erste maximal eine Woche, bis das abgeheilt ist. Das merkst du dann, es kann jetzt ein bisschen anschwillen, ein bisschen gerötet sein. Kühlen wäre das Mittel der Wahl, wenn es doch sehr anschwillt oder so brennt. Und so 1-2 Wochen nach Möglichkeit kein Sport, kein Schwimmbad und keine UV-Strahlung. Ja, und dann kannst du eigentlich alles wieder machen. Okay. Wann können wir das nächste Mal wiederkommen? Wie lange muss jetzt Pause bleiben zum nächsten Lasern? Also normalerweise 6 Wochen. Du hast ja jetzt, aber wir haben jetzt einen Split gemacht bei deinem Tattoo. Ja. Das heißt, die obere Seite oder die obere Hälfte können wir auch schon nach 3 Wochen machen. Weil in den ersten 3 Wochen passiert das meiste in dem Lymphsystem. Aber sonst, wenn wir jetzt die untere Partie wieder behandeln würden, dann mindestens 6 Wochen. Ja. Du sagst an wann und dann, ich würde sagen, so schnell wie möglich.
Ja. Und dann machen wir in 3 Wochen den Oberarm. Das müssen wir dann aber bestimmt nicht nochmal filmen. Ihr habt ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob sie das vielleicht doch sehen wollen. Genau, ihr könnt ja kommentieren. Sollen wir weiterhin René sein Projekt beim Lasern verfolgen, begleiten, meine ich? Oder reicht euch das? Und wir zeigen euch dann vielleicht jetzt erstmal, dass ich euch mein ganzes Photoshop-Projekt mal vielleicht in Verbindung mit dir, ich könnte deinen Arm einscannen, beziehungsweise fotografieren. Hm. Deinen Arm einscannen wäre ein bisschen blöd. Der passt doch gar nicht drauf, so dick wie er ist. Na, jedenfalls fotografieren wir den und ich kann euch vielleicht mal anhand von Photoshop so ein bisschen mit den Motiven zeigen, wie es dann weitergeht. Ihr schreibt einfach in die Kommentare, was ihr gerne sehen wollt. Ganz wichtig ist, dass ihr abonniert und ich freue mich auf nächsten Sonntag, denn dann kommt hoffentlich der neue Teil mit Vanessa. Sie ist im Moment ein bisschen erkältet, was heißt ein bisschen, schon ganz schön stark. Und deswegen, das hatte ich auch nochmal in die Kommentare geschrieben, ich kann Vanessa nicht jede Woche tätowieren. Gerade an ihrer Stelle und ihrer Haut. Das Ganze hat immer seine Heilzeit, bedarf auch ziemlich viel Pflege. Gerade in ihrem Fall. Also bitte, 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 gebt uns immer ein bisschen Zeit. Und ich sage euch Bescheid, sobald wir mit ihr weitermachen und wenn dann ihr Ohr an den Start kommt. Denn da wollen wir ja hinten den ganzen Teil und die ganze Partie tätowieren. Bis bald.